Wären wir dann soweit? Mhm. Gut. Hallo und herzlich willkommen beim Buchschnack. Ich bin Steffi. Und ich bin Sandra. Wir brauchen eure Hilfe. Ja. Wir haben uns vorgenommen, unseren Sub abzubauen. Wir wissen aber nicht, welches Buch wir lesen sollen. Also haben wir uns einfach gedacht, dass ihr uns dabei helfen werdet. Mhm. Wir stellen euch gleich jeder jeweils 3 Bücher vor. Und ihr stimmt bitte einmal ab, welches Buch Sandra und ich lesen sollen als erstes. Wird ziemlich schwierig. Also wir wissen es nicht. Nee. Also macht es euch gemütlich, schnappt euch eine Tasse Tee und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Mein erstes Buch, was ich mir rausgesucht habe von den dreien, ist von Lena Knoth, Soulcatcher. Das habe ich mir damals auf der Buch Berlin gekauft. Das ist sogar von Lena signiert. Und es geht hier um eine Jägerin, eine Kriegerin und ein Mädchen, das in die Zukunft sieht. Ein schrecklicher Autounfall bringt Maisies Leben durcheinander, denn die Schwester von ihrem Freund Luke schwebt auf einmal in Lebensgefahr. Was ja erstmal gar nicht komisch ist, bis die Schwester nächsten Tag unversehrt vor ihrer Türe steht. Alles scheint wie vorher, bloß ihr Freund Luke. Der ist auf einmal ganz anders. Mhm. Und warum, wieso, weshalb, werde ich in diesem Buch erfahren. Wenn ihr wollt, dass ich das lese, vielleicht habt ihr es ja sogar schon gelesen und euch hat es gefallen, dann solltet ihr einmal für Soulcatcher abstimmen. Das erste Buch, das ich mir rausgesucht habe aus meinem Sub, ist von Laura Kneidl, Die Krone der Dunkelheit. Ja, ich bin ja scheinbar irgendwie die Einzige, die das noch nicht gelesen hat, obwohl du es auch noch nicht gelesen hast. Ne? Ich habe es noch nicht mal auf meinen Sub. Genau, ja. Und hier geht es ja um Freya. Freyas Bruder ist entführt worden und mit einem Suchzauber findet Freya ihn auch. Und zwar ist er im Nachbarland Melidrian, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Melidrian, genau. Und Melidrian wird von magischen Wesen bewohnt. Was das für magische Wesen sind, das weiß ich auch nicht. Und sie begibt sich gemeinsam mit ihrem Wächter Larkin auf die Reise nach Melidrian, um ihren Bruder zu suchen. Ja, und dann geht es in einem scheinbar zweiten Handlungsstrang um die Rebellen, jetzt muss ich mal gucken, nee, nicht die Rebellen, um Ceylan, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, die ist rebellisch, ist aber keine Rebellin. Und die möchte bei den Wächtern aufgenommen werden und ja, dadurch, dass sie rebellisch ist, ist sie auch ungehorsam und gerät dadurch immer wieder in Schwierigkeiten. Also ich kann mir darunter noch gar nichts vorstellen. Das ist auch super, wird auch super gehypt. Das scheint ja auch so High Fantasy zu sein. Das ist ja so meins. Ich hoffe, da ist nicht so viel liebesgeschichtentechnisch was los, sonst wird es wieder schwierig für mich. Ich kann mich ein bisschen anfreunden mit gewissen Szenen, aber wenn das zu sehr in den Fokus rückt, ist das immer schwierig für mich. Ja, wenn ihr wollt, dass ich das lese, weil ihr es vielleicht auch schon gelesen habt und super findet oder weil ihr einfach neugierig seid, wie ich das finden werde, dann stimmt einmal für Die Krone der Dunkelheit. Mein zweites Buch für das Subvoting ist der erste Band der Bourbon Kings Reihe. Es ist ja, also ich habe mir die Reihe, den dritten Band hatte ich mir gratis aussuchen dürfen bei Avell, weil ich mal wieder so viel gekauft hatte. Das war aber letztes Jahr noch. Auf jeden Fall brauchte ich ja dann auch 2 und 3. Ach, gar nicht, weil den ersten Band konnte ich mir aussuchen. Mhm. Und 2 und 3 habe ich mir dazu. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube sowas. Auf jeden Fall finde ich die Reihe optisch sehr gut. Die haben alle eine andere Farbe, ne? Ja. Ist das nicht so? Genau. Pink, Grün und Gelb glaube ich noch. Ich kann euch auch gar nicht sagen, worum es in der Reihe geht. Ich möchte es auch nicht wissen, weil ich mich hier gerne überraschen lassen würde. Wenn ihr genauso auf den Inhalt gespannt seid wie ich,
solltet ihr einmal für die Bourbon King-Reihe abstimmen. Dann werde ich es lesen und euch erzählen. Ja, bei dem zweiten Buch, das ich jetzt einfach mal rausgesucht habe aus meinem Sub, handelt es sich um eine Reihe. Darum habe ich da kurz überlegt, ob ich das machen soll, ob ich wieder eine Reihe anfangen soll. Und zwar ist das, das kennt ihr alle, habt ihr wahrscheinlich alle gelesen, ich bin wieder die Letzte, die das liest, Vampire Academy, und zwar von Rochelle Mead oder so. Ja, ihr wisst wahrscheinlich alle, worum das geht. Es geht um Dimitri, es geht um Rose und um Lissa. Ja, und da brauche ich wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Wenn ihr wollt, dass ich das lese, dann stimmt einmal für Vampire Academy. Du darfst die Leute nicht beeinflussen und nicht suggerieren. Ich möchte, dass hier objektiv abgestimmt wird. Ich bin mir nämlich immer noch unschlüssig, ob ich eine Reihe anfangen soll, weil ich ja immer noch Reihen offen habe. Macht nichts. Du musst das lesen, wirklich. Ja, das werde ich dann auch lesen, aber lese ich das jetzt als erstes? Da bin ich mir nämlich noch nicht ganz sicher. Ich verlinke euch mal das Video über unsere offenen Reihen, über unsere offenen Buchreihen. Was ist denn jetzt? Und da seht ihr vielleicht, warum ich Bedenken habe, noch eine neue Reihe anzufangen. Den dritten Band, den ich mir rausgesucht habe, ist der erste Band von der Dilogie, die Zeitenspringer-Saga, die achte Wächterin. In diesem Buch geht es um Amanda. Amanda ist Schülerin an der Peel Academy und wird dort zur Agentin ausgebildet, die dann später in den Dienst der Regierung treten soll. Dass sie aber nach ihrer Prüfung gekidnappt wird und in einer Top-Secret-Geheimorganisation wieder aufwacht, ist eigentlich nicht Sinn der Sache, denn die arbeiten nach dem Motto Verbesserung statt Veränderung. Mehr kann ich über dieses Buch auch noch nicht sagen. Also mehr steht im Klappentext auch noch nicht drin. Ich habe mir das auch bei Avell geholt. Da gab es diese beiden Bände mal im Sonderangebot, wie immer bei Avell. Ich gucke ja da immer so gerne bei diesen Aktionspaketen. Da ist ja oft immer so eine Reihe komplett, ja, ganz günstig. Und auch so war es bei der Reihe. Also wenn ihr wollt, dass ich die Zeitenspringer-Saga einmal anfange und natürlich dann auch gleich beende, weil Band 2 habe ich auch zu Hause, der stimmt einmal dafür ab. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Nein. Weil du gerade gesagt hast, die sind für Verbesserung statt Veränderung. Ich habe gerade überlegt, was besser ist. Aber Verbesserung ist ja Veränderung, ne? Veränderung ist Verbesserung. Ich meine nicht immer, aber weil ich gerade überlegt habe, für was ich mich entscheiden würde und ich weiß gar nicht, was, weil das beides ja irgendwie auch zusammenhängt und naja, da ist ja so Zeitenspringer-Saga, also vielleicht springen die auch durch die Zeiten und ja, bestimmt, ich habe bloß jetzt aufs große Ganze drüber nachgedacht. Ich auch, keine Ahnung. Das dritte Buch, das ich mir rausgesucht habe, von dem ich mich gerne, was den Sub angeht, verabschieden möchte, ist, das habe ich euch schon mal vorgestellt, Wolfsnächte von William Giraldi, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verlinke euch das Video mal, in dem ich das Buch vorstelle, genau da oben. Das waren die Neuzugänge, ne? Genau, unsere Neuzugänge, genau. Und hier geht es ja um eine Häusergruppe, also ein Dorf kann man das nicht nennen, das ist eine ganz kleine Häusergruppe in Alaska, wo niemand wohnt, außer ein paar Leute. Und da werden Kinder von Wölfen getötet. Und eine Mutter, deren Kind von einem Wolf getötet wird, so wie sie das sagt, die setzt sich in Verbindung mit einem Wolfsforscher, der dem Ganzen mal auf den Grund gehen soll und den sie auch bittet, den Wolf zu töten, der angeblich ihren Sohn getötet hat. Ja, das steht das denn schon fest, dass der Sohn durch einen Wolf getötet wurde? Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen, weil ich den Film schon geguckt habe. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum ich mir dann das Buch kaufe. Ich fand den Film so gut, wirklich sehr, sehr gut. Ich habe den auf Netflix geguckt, dass ich, das kennt ihr wahrscheinlich auch, mal danach gegoogelt habe. So, jetzt muss ich noch kurz warten. So ein kleiner, dicker Mops, ne? Mhm. Stimpy? Ja. Hast du dir getan? So, es geht wieder. Wo war ich gerade? Nein, es geht noch nicht. Geh raus. Ja. Sie meint es nicht so.
Ich habe mir den Film auf Netflix angeschaut und wie das bei guten Filmen so ist, das kennt ihr vielleicht, habe ich danach gegoogelt und auf Wikipedia mich einmal über den Film erkundigt, weil ich den wirklich sehr interessant fand und gesehen, dass das eine Buchverfilmung oder eine Buchverfilmung ist. Und da habe ich mich eben mal auf die Suche nach dem Buch begeben und habe mir das dann gekauft, weil ich den Film, wie gesagt, richtig toll fand und ich auf das Buch gespannt bin. Das ist wirklich nur ein dünnes Buch. Ja, das sind, ich glaube, ist aber keine wahre 200 Begebenheit, Seiten. oder? Nee, das sind keine, ist keine wahre Begebenheit. Aber tatsächlich ist, ich finde ja Alaska auch sehr interessant und die Menschen in dieser Geschichte, die wohnen ja in einem, an einer Stelle in Alaska, da könnte man, ich weiß gar nicht, wie die da überleben. Das sind irgendwie auch gefühlt nur 50 Leute und das ist total faszinierend und also ich bin super gespannt, ja. Also wenn ihr möchtet, dass ich das lese, dann stimmt einmal in den Kommentaren unten ab, dass ich das hier lesen soll, Wolfsnächte. So, das waren jetzt unsere drei Bücher, die wir zur Auswahl haben, jeweils drei Bücher, von denen wir uns gerne erleichtern möchten, was den Sub angeht und bei denen wir einmal eure Hilfe brauchen. Wir sind gespannt, ne? Oh ja. Also wir würden uns über jedes Buch freuen, ja, also es ist ganz egal, welches Buch ihr votet, wir freuen uns da drauf. Wobei ich sagen muss, wir haben schon Favoriten, also ich habe Favoriten. Hast du einen Favorit? Ich habe für dich auch schon Favorit. Du darfst nicht mit voten. Ja, wenn euch das Format gefällt mit dem Subvoting, dann lasst uns gerne einen Kommentar da, dann machen wir das regelmäßig und ihr entscheidet einfach über die nächsten Bücher, die wir lesen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und lasst ein Abo da. Schaut auch mal auf Instagram und Facebook vorbei, da gibt es auch super tolle Bücher und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Hast du gerade gerülpst? Was raus muss, muss raus. Schaut auch mal auf Instagram und auf Facebook vorbei, da gibt es auch super tolle Bücher. Gebt dem Daumen gerne ein Video nach oben. Sind wir noch nicht gut? Doch, achso. Aber du fängst an. Ich? Ja. Achso. Schade, hätte ich jetzt mal nichts gesagt, wäre witzig geworden. Mal gucken, wie lange wir in die Kamera gucken können, ohne was zu sagen. Sag ich hier Maisie, ja, ne? Maisie, Na, wieder eine Ecke gefunden? Listen, Lissa ist die Prinzessin, Rose ist der Dampier. Der wer? Der Dampier. Was ist denn ein Dampier? Na, wirst du erfahren. Der Einzige, dem sich Rose anvertrauen kann, ist der attraktive Wächter Dimitri. Okay, Pause. Gut, dass du das immer sagst. Ich wüsste sonst gar nicht, wo ich schneiden sollte.